Herzlich willkommen zu einer neuen Minecraft-Folge und zwar vor allem gleich ein neues Spiel, was wir heute mal spielen. Vor allem ich spiele das heute mal zum ersten Mal. Die meisten kennen es wahrscheinlich eh schon. Und zwar die berüchtigten Ender Games-Spiele. Und zwar ist es wie die Hunger Games. Nur diesmal sind Ender drunter Mitte und ja, wie man schon sieht, man wird hin und her teleportiert. Ich gehe gleich nicht in die Mitte, das sage ich jetzt schon mal gleich. Aber ich wurde noch hin und her teleportiert und ich mache mich da auch schon auf den laufenden Weg. Ich weiß nicht, ob ich, wohin gehe ich, da drüben ist eine Kiste. Und ja, in den Kisten, die sind überall verteilt, die spawnen auch hin und her, die teleportieren sich auch hin und her. Und in den Kisten sind auch Gegenstände drinnen. Diamanten, das ist gut. Hinter mir ist eh keiner. Perfekt. Gleich mal hierher gehen. Holz bauen wir gleich mal ab, weil dann machen wir sich eine Werkbank und machen gleich mal ein cooles Diamantenschwert. Und ach, das hasse ich, das passiert in letzter Zeit immer, dass das noch so rumbackt. Oh, ich habe sogar so eine Ausrüstung, das ist mal cool. Der will es wahrscheinlich gleich wissen. Und geht mal jetzt mal so richtig auf die Nerven. Oh, ich habe schon wieder eine Kiste. Okay, ja, für den Anfang ist es jetzt noch ziemlich ruhig. Ich hoffe, da kommt gleich noch was. Naja, ich hoffe, die lassen mir ein bisschen Zeit. Ja, was mir immer ein bisschen auf die Nerven geht, ist, dass man einfach mit der Zeit einfach so zugemüllt wird von Gegenständen. Das heißt, ich werde jetzt mal versuchen, von Anfang an die Gegenstände wegzuwerfen, die ich wirklich nicht mehr brauche. Oder, wenn es geht, noch zu verbrennen, weil ich habe das schon bei ein paar gesehen, die verbrennen, das ist richtig schlau. Weil wenn man dann hinteleportiert, wo der andere ist, dann kann er es ja gerade einsammeln. Und dann ist der somit wieder besser und man hilft das somit den anderen wieder. Das will man ja nicht, man will ja als einziger. Das ist das Map-Ende. Das sage ich jetzt auch gleich, damit man einfach mal weggeschleudert, wenn man dagegen rennt. Das möchte ich eigentlich vermeiden. Ich bin ja noch auf der Suche nach einem Bänder drin, man, dieser Dschungel. Oh, ein Verzauberungstisch, aber ich habe keine Leveln. Im Kuchen habe ich auch nur noch einen. Hinter mir ist jetzt mal keiner. Oh, aber irgendwo da müssten Gegner in der Nähe sein. Das heißt, ich werde mal den versuchen, mal zu holen. Ich glaube, ich sehe ihn sogar schon. Da drüben ist er. Aber wie komme ich da rüber? Der hat sogar eine gute Eisenrüstung. Ich muss aufpassen. Und schauen, dass ich keine Leben gerade verliere. Super, Lava-Kübel haben wir. Da vorne ist einer. Zudem weiß ich nicht, ob ich... Ach, no risk, no fun, oder? Sagt man da immer. Komm schon, komm. Alter, ich treff den nicht. Ich hab den nicht getroffen. Warum? Also getroffen habe ich ihn schon, aber er ist nicht gestorben. Mensch. Gut. Schlechter Start. Ich werde einfach einen zweiten Versuch dranhängen. Also, gleich geht's weiter. Ja, Runde 2 startet jetzt somit. Und ja, ich habe endlich gegen mal das Kids auswählen. Man kann immer vom Spiel bestimmte Kids auswählen, was man haben will und sich kaufen. Also ob man vielleicht gleich mit einer Diamantbrust oder so startet, aber das kostet richtig viel und hält auch nur einen Tag. Und ja, richtig teuer. Und ich habe mir jetzt mal das Kit ausgewählt, dass ich für diese Lederrüstung anhabe. Ich glaube, wie in der ersten Runde es war. Und ich laufe wieder nicht mit da, das mache ich sicher nicht. Das ist Selbstmord. Sondern ich laufe da gleich mal irgendwo anders hin. Dort ist eine Kiste. Schnell übers Wasser. Ich weiß nicht, irgendwer ist hinter mir, aber ich kriege die Kiste hoffentlich vor ihm. Schnell, Kiste. Oh, 2 Enderperlen. Sehr gut. Und schnell weiter. Ich schaue gar nicht nach hinten. Ich laufe jetzt einfach mal. Das ist ein Zauberungstisch. Ein Verzauberungstisch. Und sonst ist eigentlich gerade wieder nichts. Keine Kisten irgendwo. Ja, ich habe meine gute Rüstung. Was bringt sich dir eigentlich? Haltbarkeit. Naja, Haltbarkeit bringt sich eigentlich eh nicht viel. Aber besser Leder, dann hat man schon mal ein bisschen einen Vorteil. Oh, hinter mir ist noch einer. 20 Sekunden ist der Angriffsschutz wieder vorbei. Und wir hätten da noch 2 Kisten. Zwei Kisten. Keinen einzigen Diamanten drinnen. Mann. Vielleicht hier ein Diamant drin? Oh, ja, ein Diamant, aber was bringt mir ein Diamant?
Diamanten, Diamanten, Diamanten. Ich brauche eine Diamantrüstung. Ich brauche die voll gelevelte Diamantrüstung. Und das hasse ich. Es verhaut mir doch so die Zeit, wenn ich immer das zweimal machen darf. Dreimal. Wäre es jetzt wieder nicht ja, hätte es jetzt wieder nicht hingehaut, dann... Puh. Oh, ich glaube, ich mache... Ja. Nein, in die Endertruhe will ich das nicht ran. Ich mach mir mal lieber... eine Eisenhose. Das nehmen wir wieder mit und schnell weiter, schnell weiter. Endertruhen einsammeln. Da sind jetzt wieder genug. Oder genug Leere sind da. Noch ist keiner bei mir. Ist auch nur Zufall, wie gerade wer teleportiert wird. Das geht, das geht, das geht. LOL! LOL, 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 LOL. Alter, Alter. Was brauche ich nicht, Scheiße? Was brauche ich nicht? Was brauche ich nicht? Das ist viel zu viel. Blumen, hat der auch irgendwas Gescheites dabei gehabt? Ein Eisenschwert, sehr gut. Verdammt. Wo sind wir denn da jetzt gelandet? So, und, Leder brauche ich nicht. Ich brauche jetzt das nicht. Das Holz, okay, das Holz lasse ich. Das Holz brauche ich nicht. Die Angel brauche ich nicht. Das Holz brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Die Stöcke auch nicht. Oh ja, die Stöcke brauche ich. Weil mit der Werkbank mache ich mir jetzt ein gutes Diamantenschwert. Und dann schnell Müll. Müll, Angel, Müll. Das auch Müll. Und dann verbrennen und wieder einsammeln. Perfekt, verbrennen. Verbrennen, passt ja gut. Dann halt eben nett. Verdammt, jetzt habe ich sogar zwei Diamantschwerter. Naja, besser als gar nichts. Und sogar noch ein bisschen Eisen. 13 Eisen, da ist eine Werkbank. Toll. So schnell mal einen Eisenbrustpanzer. Und einen Eisenhelm. Was brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Das hält nur auf, das hält alles nur auf, wenn ich das in meinem Inventar habe. Und ein paar Tränke. Schnell Wasser, schnell Wasser. Oh mein Gott, habe ich mich jetzt selbst verbrannt? Verdammt, habe ich jetzt überhaupt nicht aufgepasst? Glaube ich halt, dass ich mich da jetzt selbst verbrannt habe. Oder war das nicht doch noch was anderes? Egal. Ich brauche mehr Diamanten. In der Nähe ist jetzt auf jeden Fall mal kein Spieler. Bisschen Holz, das Gold, Gold brauche ich... Naja, für Äpfel. Für Goldäpfel brauche ich Gold. Ey. Da ist wieder... Ah, da ist die Map schon wieder aus. Ich nehme lieber das Brötchen. Jetzt! Jetzt ist der Eimer leer. Das hat vorhin eh rumgepackt. Da habe ich doch recht gehabt. Ich habe mir gedacht, warum ist denn da jetzt nichts wenigstens drinnen? So, Gold, Gold. Nein, ich habe ein Gold. Ah, das Gold ist jetzt doch weg. Verdammt. Nee, da ist Gold, da ist Gold. Ich habe wieder Gold. Aber ich weiß nicht, ob man da mehr Gold braucht für einen Goldapfel oder ob das überhaupt möglich ist. Nee, das ist nicht möglich. Nee, das sind das diese Goldnuggets. Aber warum war ich dann drauf so? Ja, keine Ahnung. Da ist noch eine Truhe. Enderperlen, Enderperlen. So, Eisenschuhe. Ich kann jetzt mal Eisenrüstung ist jetzt dann somit komplett. Und ja. Da sind noch zwei Truhen. Verdammt. Immer der Müll, mit dem ich jetzt zugemüllt werde. Wie viel? Es sind nicht mehr viele. Vielleicht können wir jetzt eine Falle bauen.
Sie ist nur ein Schweinchen. Okay, wir sind nur noch zu dritt. Das könnte meine Chance sein. Obwohl, nee, das muss ich jetzt besser machen. Das muss ich jetzt wirklich gut machen, die Falle. Die Falle muss ich jetzt wirklich gut machen. Ja, ich hoffe, das hat sich jetzt was gebracht, die Falle. Und... Nee, der überlebt das schon, oder? Ja, der überlebt das. Vergiftung, Trank der Schnelligkeit, den nehmen wir jetzt noch. Vergiftungstrank nehme ich in die Hand. Schnelligkeitstrank. Jetzt holen wir sich da an. Ich werde da jetzt versuchen anzubekommen. Die bauen sich jetzt wahrscheinlich alle Fallen. Ich bin aber nicht so der Profi in Fallen bauen. Aber ich versuch's halt mal. Da drüben scheint gleich einer zu sein. Wir sind eigentlich wieder am Anfang fast. Da haben wir auch begonnen irgendwie. Irgendwie aber nur. So, der muss jetzt... Da drüben ist der eine jetzt. Komm schon, stirb! Wow, fuck, what the fuck? Er hat auch nur Eisen, Nein, die Diamanten. Die Diamantenhose. Oh, die ist noch da. Ey, ich muss unbedingt recken gerade. Und hier schmeiße ich jetzt mal alles raus. Was ich jetzt überhaupt nicht mehr brauche. Sonst hält mich das sowieso nur... ich habe schon sehr viele Enderkugeln. Mann, ich habe 14 davon. Der muss jetzt einige umgebracht haben. Na gut, dann hebe ich es halt auf. Gut, wir werden das jetzt ganz einfach nochmal ein bisschen schlau machen. Und zwar... Wassereimer brauche ich nicht, aber ich brauche das. Und dann werde ich jetzt einfach mal so drüber campen und hoffen, dass er dann da reinfliegt. Ich weiß zwar nicht, ob es funktioniert. Ich glaube zwar nicht, dass es könnte funktioniert haben. Und wenn, dann hole ich ihn mir jetzt. Er muss irgendwie geradeaus sein. Geradeaus. Dann muss er irgendwo sein. Im Wald. Du Lauch, ich werde mit Du Lauch beschimpft. Wahrscheinlich hat es nicht funktioniert. Naja, ich bin davon auch nicht ausgegangen. Ich kann das auch nicht wirklich. Mit Fallen bauen ist noch nicht so meins. Aber es ist gut schon mal, dass wir da der Letzte sind. Also einer von den Letzten. Schon, wo ist denn der Typ? Der muss sich ja wieder irgendwo rumtreiben. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der ihn sucht. Es wird sowieso schon Nacht. Komm schon, das wäre jetzt aber genial, wenn ich die Runde wirklich noch schaffe und gewinne. Verdammt, jetzt kann ich wieder hinlaufen, ey. Ich weiß auch nicht. Ich will den Typen doch nur suchen. Suchen und einfach nur eliminieren, aber das wird nichts. Komm schon, komm, stirb, nein! Es war so knapp. Er hat nicht mal mehr viel gehabt. GG, okay, ich bin so höflich. Er hat gar nicht, oh, fuck. Naja. War ja auf jeden Fall mal eigentlich so mit einer spannenden Runde. Gut, ja, ich hätte einfach mal gesagt, ich werde es jetzt mal lassen für diese Runde. Ich werde noch ein bisschen üben, aber in letzter Zeit, ich habe auch ein bisschen davor gespielt und es ist sich immer so ausgegangen. Ich war immer einer der Letzten, aber es ging sich immer so knapp aus. Ah, ja. Naja, gut. Auf jeden Fall, danke wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch sehr gut gefallen und ich hoffe, wir sehen uns auch wieder bei der nächsten Ender Games Folge.